Herzlich willkommen, liebe Motorsportfreunde. Es geht weiter hier mit Mario Kart 7 Online, mit Daisy im Goldkart und dem blauen Monster Truck Reifen. Ich habe ein bisschen gespielt bereits und muss sagen, die Kombi ist ja mal richtig geil. Oh yeah, Luigi. Drei rote Versauderwale wird von der Feuerblume ausgeschaltet. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Es geht sich auch aus. Perfekt, perfekt. Ein Pilz, erster. Was will man mehr? Oh nein. In die Wand fahren, in die Bande. Ah, das war nicht gut. Wir haben dabei Luca mit dem Wicker auf... Oh, der wurde durchgereicht. Der war gerade vorher noch Zweiter. Auf Rang 8. Was? Oh, der wird nochmal ordentlich. Und ich schaue es. Naja, okay. Ich habe zwar nicht geschaut, was abgeht, habe mich zu sehr auf Luca konzentriert, aber da hat's ja wen erwischt und hier haben wir auch noch... Boah, der Scheiger will mich aber ordentlich mitnehmen. Der ist auch angefressen, der ist sauer, denn im vorigen Rennen auf DK Alpine habe ich mit der Blue Shell so lange gewartet, bis Luca nicht mehr auf Rang 1 ist. Und da habe ich diesen Scheiger zufällig getroffen. Naja, okay. Dem werde ich es nicht verübeln. Der will mich tot sehen. Ah! Er hat sogar extra abgebremst und wollte mich vorlassen, aber was ich da zusammenfahre, ich packe es einfach nicht. Ein Bobomb, ein Querschläger. Scheige auf Rang 3 mit der Blue Shell. So, jetzt habe ich die Abkürzung zwar nicht gut geschafft, Stunt aber dafür ausführen können. Okay, der Scheige, was will der? Der will mich tot sehen. Und der wartet, bis ich auf Rang 1 bin. Garantiert, den Wicker schießt er auch nicht ab. Hm. Komisch. Erst jetzt. Ja, armer Luca. Und was für... Nein, ich bin... Nein! Ach komm, diese Fahrfehler, so schlecht habe ich in den ganzen Vorbereitungsrennen... mich nicht angestellt. Trotzdem ist noch alles drinnen. Auch wenn man das nicht für möglich halten würde. Jetzt nicht mehr. Für dieses Rennen aber trotzdem noch eine gute Platzierung, wenn ich Vierter werde. Mal sehen. Welches Item bekommen wir? Naja, nur ein Pilz, das wird nix. Aber... Wow, was ist mit der Shell los? Glück gehabt. Oh man, ja, du sagst es. Eine Münze. Das war nix. Die Rainbow Road Strecke für den Super Nintendo. Mal sehen. Welcher Scheiger war es denn, der mich da unbedingt... Ich glaube, das war der... Boah, zwei Bob-Bombs. Ich glaube, das war der Markus, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Also jetzt war... Ganz so rund läuft es nicht. Also so schlecht ist es jetzt bis jetzt... dieser Kombination noch gar nicht gelaufen. Tja, Vorführeffekt, wie auch immer. Scheiger auf Rang 1, Luca auf 2. Ja, wir können es noch packen. Eine Blue Shell würde uns sogar noch Platz 1 erlauben. Aber schauen wir mal, dass wir nach vorne kommen. Ein Pilz. Ja, da vorne passiert schon ein bisschen Action. Und Luigi haben wir auseinandergenommen. Okay, Runde 3. Luca müsste... Es müsste eine Blue Shell kommen, anders geht's nicht. Wir werden noch überholt. Komm schon, Rang 4 Item. Ich glaube, das war noch ein Rang 4 Item. Jawohl, das war's. Okay. Ja, nicht optimal eingesetzt, aber... egal. Oh, verhüpft. Rang 3, mehr geht da sicher nicht. Seien wir froh, wenn wir... den noch schaffen. Ja. Nein, zu früh abgefeuert. Jetzt verspiele ich mir Rang 3 auch noch. Schade.
Rang 4. Oh, not bad, ja. An der Grenze. Da habe ich mir schon ziemlich viel selbst verspielt. Die Cuba Beach Strecke vom N64. Es ist die normale, nicht die spiegelverkehrte. Wir holen uns die äußeren drei Münzen. Die hat uns keiner weggeschnappt. Keiner wollte diese haben. Keiner hat diese Variante gewählt. Luigi ist relativ klein, ist das normal? Wow, der Stern ist aber knapp ausgegangen. Das war wieder sehr, sehr an der Grenze zum durchgereicht werden. Fahrtechnisch könnte ich da auf jeden Fall noch mehr rausholen. So glatt läuft es nicht. Aber seien wir zufrieden, denn wir sind auf Rang 2. Und der erste ist direkt vor uns. Ist es? Ja, es ist der Markus. Der wollte mich beinhart. Was macht denn der? Der dreht eine extra Runde für drei Münzen. Alles klar. Eine Blue Shell. Was denn sonst? Wir sind aber trotzdem noch gut dabei. So ist der Luigi so klein. Wir könnten eigentlich den Pilz wegnehmen. Das hat geklappt, aber die Abkürzung leider fährt. Ja, die Idee war gut, die Ausführung dann nicht ganz so. Der darf mich auf keinen Fall mit dem Tanuki treffen. Oh, aber ich habe ihn mit der Banane erwischt. So. Drei rote Panzer für Luigi. Ich darf den nicht überholen. Boah, das wird knapp. Jawohl, der Shy Guy opfert sich. Komm schon, da wird wohl ein besseres als mal als Pilz rauskommen. Lucky Seven, perfekt. Blue Shell ist unterwegs. Und das heißt, ich kann die Abkürzung nehmen als fast Erster. Krieg sogar noch ein Item, wenn ich will. Will ich aber nicht. Optimal. Was ist denn das? Ich hätte gleich alles durchballern sollen. Stattdessen wollte ich unbedingt nur den Stern einsetzen, damit ich dann noch schöne Pilz habe. Was für ein fataler Fehler. Keine Itembox. Ja, ich muss hier das Flugfeld nehmen. Das ist schneller. Was ist noch möglich? Platz 4, Platz 3. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Mit dem Stern nur Rang 4 maximal. Wenn überhaupt. Was ist geworden? Rang 5. Oh man, ja. Ah. Ja, ich war viel zu gierig im vorigen Rennen. Das war dann mein absolutes Ende. Und Platz 1 war somit außer Reichweite. Das werde ich mir aber nicht gefallen lassen. Mal sehen. Wir können gleich mal fast voll mitmischen. Rang 3, das ist ja schon mal was. Nein. Eine Münze nur noch. Und das Feld setzt sich ab. Wickler mit Luca auf Rang 1. Mit drei Pilzen. Da sollte, wenn kein Blitz kommt, der erste Platz für ihn bereits jetzt fix sein. Und ich habe bis jetzt nur Mist ausgehandelt. Gut, Luigi auf Rang 2. Was ist da möglich? Packen wir den? Jawohl, drei Pilze als Dritter. Das ist ja mal ein Ding. Da kommen wir schon um einiges näher. Perfekt. Nochmal drei Pilze. Oh Mann, was ist denn das für ein Luck? Also das kenne ich normal nicht. Ich hatte zwar mal drei Pilze als Dritter, aber zweimal drei Pilze. Ja. Und noch ein Pilz. Oh Mann. Selbst da hilft mir das Spiel noch gewaltig weiter, obwohl ich es mir versaut habe. Luigi fischt mit dem grünen Panzer eine Blue Shell. Ist im Anmarsch. Schön am Rand fahren. Ich schaue auf den Touchscreen. Ach kommt. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Rang 2 verspielt, es wird Rang 4 stattdessen. Ja, was denn jetzt? No oder not too bad oder yeah? Also bei Daisy alles dabei. Sie kann sich nicht entscheiden. Ich sag nur, das wäre besser gegangen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Wie oft denn noch SNES Rainbow Road? Diesmal aber Spielverkehr. Die wollen anscheinend, dass wir da auch mal gut abschließen, denn bis jetzt
Katastrophe pur. Ein Ratchet, oh yeah. Luca, fahr mir ja nicht hinten rein. Diesmal reiße ich mich aber zusammen. Das gibt's ja nicht. Dass da gar nichts möglich war. Kampflinie fahren, schön eng. Dann sollte das gegessen sein. 9 Münzen, wenn da keine Blue Shell kommt, dann können wir das auf jeden Fall halten. Mal sehen. Wir haben einen guten Vorsprung. Es ist auch nichts am Feld, was jetzt tragisch wäre. Wir fahren ganz chillig durch. Wir haben den Markus auf Rang 2, der Lästige. Und ansonsten das Feld eigentlich sehr abgeschlagen. Da rührt sich gar nichts. Wir haben Luca mit einem Stern auf Rang 4, holt ein bisschen auf Luigi. Dem habe ich mich im letzten Rennen ordentlich plagen müssen. Und Luigi wird jetzt mal zurückgedrängt, der Blue Shell kommt. Aber selbst die sollte uns trotzdem nicht aufhalten. Was ist denn das? Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Ja, der Schock rettet mich. Wie konnte der Shy Guy da... Kein Kommentar bitte, Leute, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich meine, so ein Item-Pech. Zuerst Blue Shell. Was hatten wir dann noch? Dann hatten wir den Absturz. Ah, oh, fast nochmal. Und dann kam die Rote und ich konnte den Schutz nicht mehr auspacken. Das war ja eine absolute Katastrophe. Also, das habe ich auch noch nie in dieser Art und Weise erlebt. Premiere. Im ersten Part mit Daisy hatten wir ja besonders viel Glück von der Platzierung und so weiter her. Und das obwohl eine sehr langsame Kombination unter Daisy war. Naja, und diesmal haben wir eigentlich eine optimale in den Vorbereitungen. Kurz einspielen, hat es gut geklappt. Und seit dem Part dann nicht mehr. Ich meine, das kommt hier, macht ein bisschen was aus, aber es war wirklich sehr, sehr viel Action und darauf bin ich stolz, denn es ist wirklich sehr, sehr lustig gewesen. Viele unerwartete Ereignisse, das hat man nicht alle Tage und das war echt toll. Okay, Rang 1 mit einem Pilz, was will man mehr? Na, ich habe mich nicht getraut, lassen wir diesen einen Boost-Streifen aus. Den wollte ich zwar nicht auslassen, aber egal. Gut, wir haben eine Blue Shell auf Rang 7. Die kommt uns mal besuchen. Ich hätte eigentlich Shy Guy vorlassen können. Dann hätte der sie abgefangen. Oh, der ist sogar jetzt nach hinten durchgereiht worden. Bisschen zurückgefallen. Na gut, was heißt das für uns? Wir sind gut dabei. Wir haben auf Rang 2 jemanden mit 2 Pilzen. Der ist aber jetzt erst bei der Schanze hinten. Also die ganze Flugphase noch vor ihm. Und da kann er trotzdem mit der ganzen Abkürzung hier nichts reißen. Der holt mich nicht ein. Keine Chance. Hier noch Banane dazugelegt. Hier liegen 7 Bananen jetzt insgesamt. Oh, ich brauche ja keine Münzen mehr. Na, ist egal. Nehmen wir den anderen weg. Hier liegen auch nochmal 3 Bananen verstreut. Sehr, sehr fies. Unbedingt aus dem Touchscreen schauen. Hier hinter der Münze. Oh, eine hat gezogen. Aber ich glaube, das hat Luca erwischt. Und der ist auf Rang 7. Was für ein Pech. Genau ihn hat es erwischt. Na gut, aber uns sollte keiner mehr aufhalten können. Jetzt erst der zweite bei der anderen Rampe. In der Flugphase, da sind wir schon eine ganze Flugphase weiter. Okay. Spielen wir safe. Es kann wirklich nichts mehr passieren. Einfach gerade durch. Hier noch eine Banane legen. Hier noch. Und ab ins Ziel mit dir, Daisy. Und drüber. You did it. Hui, Start verpasst, oh mein Gott. Ach komm. Aber wir holen das schon uns noch. So nicht. Na gut. Ich gebe ja schon Gas.
Da war Vicar Luca auf Rang 6. Er hatte anscheinend ein bisschen Pech. Ah, toll. Ja, je. Also das fahre ich auch, glaube ich, selten zusammen. Ja, wir kommen gerade noch um die Kurve. Aber... toll. Ein Stern. Komm schon. Nein. Ein Red Shell. Ist das der Markus? Ja, das ist der Markus. Komm, den knallen wir nicht drüber. Oh nein, ich habe zu spät reagiert. Jetzt habe ich Luigi erwischt mit der Blue Shell. Die wird wahrscheinlich gleich abgefeuert werden. Trifft mich wieder. Ah, toll. Und eine Rakete obendrein und einen Blooper als Achter. Yeah! Mit einer Münze. Das sind ja Top-Aussichten für das nächste Rennen. Denn dieses Rennen kann man bereits abhacken. Naja, was soll man da jetzt noch sagen? Wir holen uns das nicht mehr. Der Rang 1 ist weg. Da kann man machen, was man will. Ja, puh. Bei meiner Fahrweise... haben schon nächstes Rennen, muss es besser gehen. Wir haben Wiggler auf Rang 7. Luca und Daisy. Lacht die anderen aus! Naja, ich weiß nicht. Ja, wir sind Siebter. Also, ganz so läuft es nicht, aber trotzdem ein bisschen was ist noch möglich. Hier kommen ja die Münzen alle rein. Wow, ich setze aber jetzt einen Stern ein. Nicht, dass ich Luca noch mitramme. Komm schon. Ja, okay, Item habe ich verpasst, das war nicht gut. Und einer mit drei Creatures vorne. Komm schon, Windschatten wäre toll gewesen. Okay, es kommt nur auf das letzte Item drauf an. Superpilz. Und Rang 3. Jawohl, besser geht's nicht. Was will man mehr? Aus der Position kann man nicht mehr machen. Toll. Luca auf Rang 7, der hat's ordentlich erwischt. Es passiert richtig viel Action hier. Die Platzierungen sind kunterbunt gemischt. Rang 1 ist fast nirgends drin. Aber ich muss sagen, es ist extrem spannend und macht sehr, sehr viel Fun. Ich werde mir den Part selber sicher auch nochmal anschauen. Er ist richtig cool. Also, mir gefällt's. Es ist spannend. Es passiert sehr, sehr viel Action. Na gut, auf den hätte ich verzichten können. Auf den Treffer. Jawohl, ein Stern! Auf Rang 3, 2... Na komm, fahren. Nein. Wow. Ich wollte Luke auf keinen Fall rammen. Und was passiert? Ich fahre mit einem Stern, der aktiviert ist, und zwei Pilzen auf Rang 3 runter. Nicht nachmachen. Verletzungsgefahr ist angesagt. Und Frustrationsgefahr. Und wir sind jetzt Vorletzter. Mit einem Goldschrumpf. Nein! Also das habe ich gar nicht gut gemacht. Ich dachte, ich komme aus vorbei, funktioniert nicht. Naja, was ist noch dabei? Ein No-Schrei. Ein SOS wäre da angesagt und ein Help. Die fliegen schon. Naja, was sollst du machen? Gut fahren wäre mal angesagt. Ja, gut anfahren. Das wäre das Stichwort. Mal sehen. Ich erwische die Banane noch. Das läuft gar nicht gut. Null Münzen. Luca ist auf Rang 1. Das ist ein sehr, sehr guter Trost. Aber was ich da abgeliefert habe an Leistung, ist wirklich katastrophal. Ich kann nur noch die guten Items rausspammen und hoffen, dass ich irgendwann mal in Reichweite der anderen komme. Schock! Ich glaube, der Markus hat drei Pilze gehabt. Und der hat eine Rakete oder Stern oder sowas gehabt. Irgendwie ist der durchgekommen. Und jetzt habe ich den sogar noch auf Rang 1 verholfen. Schlechter kann es nicht gehen. Naja. Ich setze jetzt die Rakete ein und hoffe, dass ich zum Item rauskomme. Komm schon, geh aus. Nie im Leben. Sehr, sehr viel Pech. Ach, shit. Ach komm, das will doch keiner sehen. Schaltet weiter zum nächsten Rennen. Ich gondle mit den besten Items rum auf Rang 8 und kämpfe nicht letzter zu werden. Das kann es doch nicht sein, oder? Sie hat einen Goldschirm. Ich habe drei Pilze, da bin ich auf jeden Fall besser dran.
Rakete noch oben dran. Aber mehr als Sechster geht sich trotzdem nicht aus. Und das nur sehr, sehr knapp. Traurig, aber wahr. Luca ist sogar noch Siebter geworden. Oh Mann, ein Rennen zum Abhaken. Nochmal Daisys Dampfer. Gut, das war eine richtige Actionschlacht beim letzten Mal. Ich bin gespannt, wie es diesmal wird. Ich werde mir Münzen sichern. Eine. Okay. Wir haben... Oh, der ist ausgeschaltet worden. Ich werde mir den Tanuki besser noch behalten. Ja, geht sich aus. Knapp aber doch. Noch ein Pilz. Jetzt könnte ich den Tanuki schon langsam irgendwie loswerden. Oh Mann, das darf doch nicht sein. Den habe ich ja 100 Pro erwischt. Es hat nicht geklappt. Shit. Aber eine Blue Shell am Feld. Das bügelt alles wieder aus. Ich bin noch die andere Richtung gefahren. Bekomme also keinen Treffer. Ja, Itemglück ohne Ende. Aber nicht für mich, sondern für die anderen. Und ich komme schön durch. Naja, fast halt. Ja, der Schock, ich ahn's, kommt sicher blöd. Naja. Es fängt schon wieder an. Oh mein Gott. Da kann man auch nur noch beten, oder? Was soll ich tun? Ich bin Vorletzter. Das Feld liegt eng beieinander. Ich kann mir jetzt im Prinzip zwei super Items holen. Na toll. Ich wollte eigentlich keine Blue Shell haben. Aber ist mir jetzt auch egal. Jawohl, das war perfekt. Ich habe vier Leute getroffen mit der Blue Shell. Jetzt habe ich einen riesen Vorsprung. Also da ist der erste Platz fix. Wow. Die hat vier Leute mitgerissen. Perfekt, abgefeuert. Das kann nur noch Platz 1 bedeuten. Vielleicht treffe ich noch den Schalke ein. Ja, ich treffe ihn. Das ist aber nicht der Markus, sondern der andere Japaner. Ja gut, hilft nichts. Mi wird zweiter, Schalke dritter, Yoshi vierter. Markus. Nein, der Markus dürfte der erste Schalke sein. Der andere Schalke. Ja. Boah, ganz komisch. Also, wir haben das Mi auf Rang 2, zwei Schallgeist danach. Yoshi auf Rang 5, Luca 6 und das Mi letzter. Das ist ja wirklich ganz komisch gewesen. Position Bugs anscheinend. Und Mega Lags, denn zwei Schallgeist waren nicht hintereinander im Ziel. Okay, definitiv die letzte Strecke für diesen Part. Luigis Rennpiste mit einer Chill-Out-Strecke wird dieser Part beendet. Wir haben 0 Münzen und ich werde mir gleich mal ein Pass sichern. Habe ich mir halt so vorgestellt und hat nicht geklappt. Schade. Naja, 3 Münzen immerhin mit einer Banane auf Rang 4. Ich könnte mal versuchen, da vorne einzutreffen. Okay, hat nicht geklappt. Puh. Oh, ist das zäh und langsam. Er hat den Luca mitgerissen. Toll. Hui. Der hat ausgefressen, der Schallgeil. Okay, wir haben noch eine Blue Shell. Beethoven mit Yoshi auf Rang 1. Auch toll, der ist auch beigetreten. Den wird's erwischen, das heißt, wir könnten auch auf Position 1 noch vorgelangen. Hier ist er auch schon. Und ich werde gleich doppelt getroffen. Oh, habt ihr das gesehen? Der wollte schon wieder Rache haben. Er wollte mich erwischen, hat er nicht geschafft. Ich bin jetzt letzter, toll. 3 Münzen, hier kann ich zumindest auf 7 komplettieren. Ja, trotzdem ist noch irgendwie alles drin, auch wenn man das nicht glauben mag. Ich muss jetzt die Abkürzung hier mal nehmen. Okay, vierter. Na toll. Es wird ein letztes Item.
werden, das mich noch rausreißen kann. Ansonsten geht da gar nichts. Oh nein, eine Rakete. Das ist das Allerschlimmste. Da komme ich nicht wirklich vor. Ein bisschen schon. Aber zu wenig. Es ist zu wenig und es werden noch zwei getroffen. Trotzdem. Keine Chance. Was soll man da noch machen? Oh man, du sagst das. Leider. Oh, Beethoven auch Fünfter. Wow, der hat schon 34.000 Punkte fast. Oh man, aber ich muss leider ein paar beenden. So eine Scheiße. Und klick auf nächstes Rennen. Mensch, das kann's doch nicht sein. Okay, jetzt aber wirklich das allerletzte Rennen für diesen Paar. N64, Kalimari Wüste mit Daisy im Goldcard und im blauen Monster Truck Reifen. Eigentlich sollte das sehr vielversprechend sein. Vom Spaß her war es garantiert vielversprechend. Vom Pech her, sorry Beethoven. Vom Pech her war das schon sehr hoch angesetzt. Also, puff. Da ist schon einiges passiert, was hätte nicht passieren sollen. Aber dafür eine Menge Spaß. Oh, das war knapp. Ich muss eigentlich nach vorne kommen, um die Rachel abzufeuern. Okay. Das hat sich gerade übrig. Jetzt sowieso. Okay, Rang 6 Beethoven auf Rang 1 mit Yoshi. Und wir sind direkt Zweiter. Boah, da liegen ja alle beieinander. Bis auf den allerletzten. Und ich verpasse alle Itemboxen. Ach komm. Eine Blue Shell ist unterwegs. Das Feld drückt wieder mehr zusammen. Beethoven hat ja einen mega Vorsprung gehabt. Und das war auch knapp. So, jetzt aber. Ganz vorne mitmischen. 9 Münzen, das ist gut. Ne, Rachel? Und die trifft. Rang 1. So. Ich meine, wenn jetzt... Oh, Schock ist am Start. Wenn jetzt kein Stachelpanzer kommt. Yoshi. Beethoven hatte Pech. Der hatte einen Stern, aber mittlerweile bereits vorbei. Komm schon, gib Gas, Daisy. Das packst du. Nein, Stachelpanzer. Dann nehme ich gleich die Abkürzung hier unter Anführungszeichen. Perfekt. Okay, komm schon. Nein, es geht sich gerade nicht aus. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass ich daneben vorbeispringen kann. Hat nicht geklappt. Was ist noch möglich? Komm schon, drei Pilze, drei Pilze, drei Pilze. Drei Green Shells? Wollt ihr mich verarschen? Jawohl, ich habe aber ihn getroffen. Das heißt, wir werden sogar noch Dritter, Vierter. Ah, das Feld trudelt ein. Und davon wäre der Erste. Okay, dann aber diesmal raus aus dem Part und ab in den nächsten mit euch. Bis dann!